Howdy, Partner! Willkommen zu einer Folge Finding Bigfoot mit mir, Roy, und dem anderen Typen da drüben. Was hast du gesagt? Hallo, Bigfoot! Ich verstehe dich nicht. Heute suchen wir nach Bigfoot. Ah, danke, Siri. Und vergiss nicht, wir wollen ihn lebend, ja, also wir wollen ihn lebend. Weil wir wollen den ja zum Forschen lebend fangen, damit wir endlich das Bindeglied zwischen Affenmensch und deiner Mutter herstellen können. Was hast du gesagt? Meine Mutter ist eine sehr belesene und intelligente Frau. Danke, Siri. Ey, hier kann man sich aber schnell verlieren, ne? Ja. Deswegen immer hier? Stick together. RIP-Zweige? RIP-Zweige. Oh Gott! Wow! Was war das? Oh mein Gott! Alter! Alter! Das Kreis. Oh Mann, und ich hab nicht mal mehr Geld, um Klopapier zu kaufen. Wow. Ich hab mich eingeschissen. Bitte ich hab klickt mich echt auf die eingeschissen. Werbung. Ich brauch einen neuen Satz Unterwäsche. Warte, warte, hier ist doch so ein brauner Klumpen. Warte. Das ist Kot. Bigfoot Kot. Nee, ich würde sagen Bär. Moment, ich reiß mir mal ein bisschen Zahnfleisch. Kann noch mal ein bisschen. Nee, das ist Bär. Bär. Wegen der Apfelnote. Das kann ich dir so sagen. Bär hat eine sehr strenge Apfelnote. Stell mir gerade vor, wie sie zwei an einem Haufen Scheiße die Finger kriegt. Jo, bist du bescheuert, du? Das ist Bär. Nein. Guck mal, schmeckt doch mal richtig ab. Dieser Bärennote. Guck mal, die Haare. So ein Fell hat gar kein Bär. Doppellaufen im Kreis. Hast du es gehört? Alter, er hatte grün leuchtende Augen und war so haarig und sah aus wie ein grauer Gorilla. Also Quantum. Also hast du Quantum gesehen? Nur Spinner sehen Bigfoot. Ich hab ihn gesehen. Es gibt Bigfoot wirklich. Alter. Und ich dachte, Quantum wäre nur eine Legende. Ich dachte, Quantum wäre eine Legende. Da war auf jeden Fall Action. Da drüben ist die Hütte. Wow, was denn? Oh! Was hast du getan? Ich habe aus Versehen geschossen. Oh mein Gott, ich bin so zusammen... Ach, du Idiot. Scheiße, Mann, ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Oh Gott. So, ich gehe mal wieder hier hoch. Ich habe Licht angemacht. Du kannst hier Licht anmachen. Na, das ist ja schön. Da kannst du dir ja beim Masturbieren auf die Eichel gucken. Okay, ich gucke nach vorne, du nach hinten und dann kann uns nichts mehr passieren. Nein, nein, wir müssen weiterziehen. Wir müssen weiterziehen. Wir haben keine andere Wahl. Wo bist denn du jetzt? Ja, direkt neben dir, du Idiot. Hä? Wo bist denn du jetzt? Ach, da unten. Ja, deswegen werde ich die ganze Zeit hier mit diesem... Du siehst doch dieses merkwürdige grüne Blinken in der Ferne. Was? Was ist das? Oh Gott. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh. Warum? Das war, das war ein gesunder Baum. Ja, aber dein Dampf... Das war ein absolut gesunder Baum. Dein Geruch hat ihn umgebracht. Er ist beim Wohnwagen. Er ist bei unserem Wohnwagen. Oh. Was macht der da? Er lungert da rum. Oh. Ne, echt jetzt? Lungert er? Guck doch auf Kuh. Er lungert echt darum. Er lungert darum. Mein Bier. Scheiße, mein Bier. Der will unser Bier saufen. Ich glaube, er geht Richtung Lake Schlappermanudel. Am Lake Schlappermanudel? Warum haben wir eigentlich keine Signale? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Was denn? Da ist er! Wo? Da! Wo? Weißt du, warum die Leute das beim Zusehen so toll finden? Nicht, weil das Spiel so toll ist, weil sie es witzig finden, wenn wir uns in die Hose scheißen. Weißt du, und ich mir hinterher ein Handtuch durch die Rille ziehen muss. Da hinten hat sich was bewegt. Was war das? Ganz ruhig. War groß, es war vertikal auch irgendwie. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da war doch was, oder? Da hinten war doch was. Ah! Ah, was denn? Nichts. Ich wollte was? Boah, meine Fresse. Du bist so ein Wichser. Okay. Scheiße, Mann, ich dachte, da wäre was. Ohne Scheiß, wenn Bigfoot kommt, ich werde dich so, ich werde dich Operation menschliches Schild. Der ist bei unserem Trailer. Was will er denn da? Kann ich meine Pornosammlung schenken? Oh nein, die 6 Tonnen Pornografie. Und was ist am Tag? Vielleicht in seiner Höhle aufsuchen und beim Masturbieren erschießen? Aber es wäre unfair, oder? Das wird ziemlich unfair, das macht man doch nicht. Meine Güte, Alter. Selbst die Nazis haben sowas nicht gemacht. Du bist ja richtig krank. Ich will ihn. Da oben, er geht zur alten Brücke. Ich will seinen Pelz. Oh, und ich werde mir aus seinen fucking Füßen ein paar richtig geile Hausschuhe machen. Oh, bei mir hat er gar keinen Pelz. Und dann mache ich mir aus seiner Vorhaut eine Badekappe. Wir müssen ihn zum Käfig bringen. Ja, aber wir haben wenig Zeit, glaube ich. Da ist ein Zeitlimit. Echt? Ey. Boah, was? Du Wichser! Hör doch auf. Wir haben Bigfoot gefangen, wir haben Bigfoot gefangen. Heute werden wir ihn gruppenvergewaltigen. Und dann werde ich ein bisschen Anusforschung betreiben. Das ist ein offizielles Bigfoot-Fanglied.
Was denkst du, wenn die Bigfoot fangen, was denkst du, was sie als erstes machen? Ich würde sagen, sein Arschloch erforschen. Ich denke mein, auch, ist das so, oder? Irgendwas in den Anus schieben. Und zu gucken, gefällt's ihm oder nicht. Ja. Hast du einen Taser oder sowas dabei? So ein Rinderstock, weißt du? Puh. Voll rein, Alter. Puh. Du willst dich in den Schrank? Schau mal, wie süß er da liegt. Puh. Oh, er hat sich eingeschissen. Voll der dünne Stuhl. Das war's. Kriegen wir nicht. Hatte gut, doch. Die Folge ist vorbei, wir müssen uns neu sammeln, wir müssen neue Kräfte sammeln. Ich hätte ihn, wie gesagt, bekommen, hätte mir gerade sich den Kopf geschossen. Ja! Da sind wir uns, denke ich, mal alle einig. Danke fürs Zusehen. Oh, der Tracker ist jetzt... Oh! Oh Gott. Ich halte das nicht aus. Bis zum nächsten Mal. Das ist zu heftig. Oh. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, bewerten. Tschüss. Ciao.